Nächste Rednerin ist die Kollegin Karin Ley, Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist jetzt knapp 2 Jahre her, dass ich an dieser Stelle zum gleichen Thema Ehe für alle gesprochen habe. Und ich habe festgestellt, im Grunde könnte ich die gleiche Rede hier noch einmal halten. Denn was ist seitdem passiert? Im Grunde nichts ist passiert. Jahrelanger Stillstand in einer Frage, die doch eigentlich ganz einfach zu beantworten wäre. Und diese Frage lautet: Sollen zwei Menschen, die sich lieben, sich auch verheiraten dürfen? Aber natürlich und völlig unabhängig davon, ob es sich dabei um einen Mann und eine Frau, um zwei Frauen oder um zwei Männer handelt, das sollte heutzutage doch selbstverständlich sein. Und in ganz vielen europäischen Ländern wurde das inzwischen auch erkannt. Finnland, Großbritannien, Dänemark, Frankreich, Holland, Portugal, aber auch so katholische Länder wie Irland und Spanien haben die Ehe für alle längst eingeführt, ohne dass der heilige St. Patrick vom Sockel gefallen wäre oder die heilige Jungfrau Maria blutige Tränen geweint hätte. Meine Damen und Herren, es wird höchste Zeit, dass Deutschland hier endlich aufholt. Und auch mit dem Schutz der Ehe im Grundgesetz, da steht ehrlich gesagt nirgendwo, dass damit nur die Hetero-Ehe gemeint ist. Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Wer Lesben und Schwule die Ehe verweigert, der verstößt gegen den Geist des Grundgesetzes, nämlich gegen die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz. Es liegt seit dem Jahr 2013 ein Gesetzentwurf der Linken vor zum Thema Ehe für alle. Es gibt seit 2015 einen ähnlichen Gesetzentwurf der Grünen, ebenfalls zum Thema Ehe für alle. Und inzwischen gibt es auch einen Gesetzentwurf des Bundesrates. Nur von der Koalition liegt nichts dazu vor. Dazu haben sie ehrlich gesagt leider nichts hingekriegt in dieser Legislatur. Die SPD hat ja im letzten Wahlkampf noch stolz verkündet, 100% Gleichstellung gibt es nur mit uns. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, was Ihre Strategie ist. Ja, Thomas Oppermann hat ja angekündigt, er will den Koalitionsausschuss anrufen und die Ehe für alle noch in dieser Legislatur einführen. Vor lauter Schreck ist Horst Seehofer aber dann leider krank geworden. Woanders heißt es, die SPD wolle damit in den Wahlkampf ziehen, es sei Bedingung für einen neuen Koalitionsvertrag. Also der SPD-Parteivorstand hat zum Beispiel getwittert, es ist Zeit für die Ehe für alle, es ist Zeit für Adoptionen für gleichgeschlechtliche Paare, es ist Zeit für Martin. Ja, was gilt denn jetzt eigentlich? Ich meine, will die SPD denn jetzt alle überfälligen Reformen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben? Will sie warten, bis der heilige St. Martin zu einer Art Messias aus Wurselen herabsteigt und es dann endlich richten wird? Also ich meine, die Ehe für alle ist doch keine Schwungmasse für den Wahlkampf von Martin Schulz, sondern ein Grundrecht, was wir hier endlich einführen müssen. Und Sie, Herr Kahrs, kündigen ja auch immer wieder an, dass Sie jetzt, wenn die Union sich nicht bewegt, dafür sorgen werden, dass es Mehrheiten jenseits der Union suchen werden, wenn diese sich nicht bewegt. Ja, dann tun Sie das doch endlich. Sie können die Ehe für alle sofort haben, noch in dieser Legislatur. Geben Sie die Abstimmung bitte frei. Was ich einfach schade finde, dass Sie es verhindern, dass unser linker Gesetzentwurf und der Grünen zur Abstimmung kommen. Wir haben jetzt 24 Mal durch im Rechtsausschuss immer das gleiche Ritual, dass Sie halt verhindern, dass dieser Antrag weiter behandelt wird, diese Gesetzentwürfe. Ich halte das wirklich für ein parlamentarisches Trauerspiel. Aber die Frage ist ja, was würde denn eigentlich passieren, wenn Sie die Abstimmung freigeben und die SPD den Gesetzentwürfen von Linken und Grünen zustimmen würden? Erstens, wir hätten eine Mehrheit. Ja, wir haben eine rot-rot-grüne Mehrheit hier im Haus. Ja, es gibt eine Mehrheit für die Ehe für alle. Lassen Sie uns doch endlich nutzen. Und zweitens, ja, dann würde die Koalition vielleicht platzen und Frau Merkel zurücktreten. Na, also ehrlich gesagt, ich kann mir Schlimmeres vorstellen und die meisten Bürgerinnen und Bürger auch. Ich weiß, dass die Blockierer auf dieser Seite des Parlaments sitzen. Ich finde, die Union hat den Schuss hier nicht gehört.
Die eigene Wählerschaft hat inzwischen eine Mehrheit für die Öffnung der Ehe und für das Adoptionsrecht von lesbischen und schwulen Paaren. Also ich muss auch sagen, dass ich jetzt hier stehe und für die Ehe werbe. Wissen Sie, das ist persönlich überhaupt nicht mein Lebensentwurf. Politisch bin ich für die Gleichstellung aller Lebensweisen. Sie müssten doch für die Ehe streiten. Sie sollten sich da freuen, dass es Menschen gibt, die heiraten wollen. Und in meinem persönlichen Bekanntenkreis sind das, ehrlich gesagt, viel mehr Lesben und Schwule als Heteros. Das ist doch eigentlich Ihr Thema. Aber Sie haben es völlig verbockt. Ich kann in Richtung der SPD sagen, Augen auf bei der Partnerwahl. Das gilt nämlich nicht nur bei der Wahl des Ehepartners, das gilt vor allen Dingen auch bei der Wahl des Koalitionspartners. Ich finde, es ist höchste Zeit, dass Sie die Scheidung endlich einleiten. Und zu guter Letzt, meine Damen und Herren, auch die katholische Kirche sollte ihre Position aus meiner Sicht überdenken. Die römisch-katholischen Bischöfe wollen nämlich nicht, dass Lesben und Schwule heiraten dürfen. Aber, liebe Bischöfe, damit zwingen Sie ja gewissermaßen Lesben und Schwule zum außerehelichen Sex. Und das kann doch gewissermaßen nicht die Position der katholischen Kirche sein. Das sollten Sie dringend überdenken. Vielen Dank. Bevor jetzt gleich der Kollege Johannes Kaas für die SPD spricht, doch eine verfahrensleitende Hinweis. 5 Minuten sind für alle gleich bei der Redezeit. Herr Kollege.